Was geht ab, meine OZ-Fighters? Wir sind heute mit dem Hybrid Saints Extreme Super Battle of Global, aka die Tech Ultimate Guan Show. Ich selbst habe nicht, ist egal. Du nimmst einfach als Friend und dann schaffst du das Ding einfach. Also, ja. Ich denke, ich sollte. Sorry, dass ich es immer sage, aber kann mal jemand kurz nachschauen, ob ich für Hybrid Saints Extreme Super Battle of JP einen Versuch habe? Und falls ja, was für ein Setup ich genommen habe? Also, wenn ihr mir einfach die Leader auch nennt, was für ein Double Lead ich da hatte, also was für ein Lead ich da hatte, dann. Wäre es auf jeden Fall nice. Ja, hier, guck mal. Ultimate Guan Show. Wehe. Wehe. Ich habe jetzt gesagt, gönnt euch jetzt die Tech Ultimate Guan Show. Und wehe, ich bekomme jetzt aufs Maul. Ich sag nichts. Direkt mal den OP aus dem Leben nehmen. Segeldenten macht mir Angst, aber den tun wir sofort mal rausrotieren. Wenn ich wegen den drauf gehe, dann ist mir auch Wurst. Wir haben einen 100% Tech Ultimate Guan. Das ist einfach die Tech Guan Show. Das ist einfach so ein Monster. Was ist das für eine Karte, Mann? Mich fragen sehr viele, ob es sich lohnen würde, Tech Ultimate Guan für 400 Coins zu holen. Meines Empfindens nach ja. Normalerweise ist es immer nice, wenn man 500 Coins, rote Coins, sich aufhebt für einen Dokkan Fest LR, weil sie halt viel seltener in Bannern sind als, sag ich mal, im Durchschnitt, als normale Dokkan Fest Charaktere. Aber wenn mir jemand sagt, du, ich hätte gern Tech Guan, ich könnte ihn auch brauchen, dann sage ich dazu, ja, kannst du auf jeden Fall machen, wenn du auf die, also auf den Dokkan Fest LR quasi verzichten kannst, weil Tech Ultimate Guan wird euch in jedem Event nützlich sein. Und vor allem auf Global im kommenden gegen das God Event. Also zu Tech Ultimate Guan, ganz ehrlich. Wenn ihn, zum Beispiel aktuell speziell im Banner von Goku GT ist er drin. Ja, auf jeden Fall könnt ihr machen. Holt ihn euch. Wenn ihr nicht mehr summon werdet. Falls noch summon, dann wartet noch. Aber stellt euch einen Wecker, einen Timer. Eine Erinnerung. Bevor das Banner abläuft. Nicht, dass ihr den Boy dann verpasst. Okay. So. Super Saiyan Gohan und Goten Rotation würde ich auch nicht unterschätzen. Eine sehr schöne und starke Rotation bezüglich der Damage Reduction auch. Da hinten der Krüppel, der ist wahrscheinlich am krepieren, deswegen denke ich mir, nächste Runde habe ich Tech Ultimate Guan. Sei es drum, Ghost Rush rein damit, fertig. Kann es dann? Guck mal. Ja, Medium Chance, okay, ja, gönn, vielleicht stunst du ja. Greif mal deinen Opa an. Geh mal drauf. Servus, was gab? Tech Ultimate Armski. Hast kein ESP wieder zu? Auch nicht! Hey, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich damals auf JP auch Extreme so Bad Road fett gespammt habe, dann habe ich Peppy Ghost und Hybrid Saints nicht gebracht, echt jetzt? Die zwei waren es, die es nicht gebracht haben, oder was? Was geht, Toxi, als Fitman? Hast du erholt von gestern, warst auch noch pumpen, ne? Dieser Maro Toxi. So. Ja, King Ultimate Gohan, kommt alle. Tech Ultimate Arnski, Leute, ich sag nichts. Ich habe vergessen, Bojack zu kaufen. Ja, passt schon. Ich wollte mir auch. Ja, ich wollte. Hab mir echt überlegt, ob ich bei Videls Banner Bojack kaufen soll. Müsste man meiner Meinung nach nicht unbedingt kaufen, aber ich hatte einfach Lust auf seinen Leader, auch wegen Ella Tals. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich saß am PC, es war so 10.20 Uhr, dann gucke ich, 20 Minuten zu spät, aber im Endeffekt gut, dass ich nicht geholt habe, weil ich will eigentlich Evo-Dupes, also ich habe 1500 Coins gerade mindestens. Und dann habe ich mir halt, mein Plan ist 2 Evo-Zonen und einen Ui-Goku. Aber ich glaube, ich werde in dem Tanabata-Banner noch auch ein Summon-Video machen, denke ich. Also ich, ist keine Garantie, kein Versprechen, vielleicht kann es auch gut sein, dass sich ändert, sobald das Banner online ist. Wie einfach sein Opa mit seinem Salto weggeradet. Genau das heute bis zur Woche danach kurz. Sehr gut, sehr gut. Ich spiele jetzt meine Zones, sehr geil. Wer ist sein Main Account? JP oder Global? JP. Grüße an Daimann aus Höchst. Ah, Tora ist eh gestunt. Ich depp. Hätte ich gar nicht ein Item aktivieren müssen vielleicht. Ich habe das gar nicht gesehen. Gar nicht drauf geachtet. Weil ich mir sicher bin, Ultimate Gohan poppt alle zur Seite. Gestern Monster hat gespielt und während der Jagd ein Single gemacht, einfach GT Vegeta gezogen. Alter, Hashtag ein Single Sam. Das ist halt, weil du Monster Hunter spielst. Genau das. Ich grüße Delta Pandro, Miro, Miami. Oh, Miami Mac Memo. Alles klar, Digga. Und den wahren Unknown Aslak. Genau das. Grüße einfach jeden, okay? Fertig.
please. Grüße an alle. Tschüss. Jeden Tag steh ich auf und es ist dein Maul, Anski! Hast du Demon Slayer geschaut? Wie noch nicht? Ich hab dir doch damals geschaut, Demon Slayer, Mann. Ah, du hast geguckt? Folge 11. Echt jetzt? Daumen hoch. Oh mein Gott, my boy. Babyr 10. Lieben Dank für den 8. Sub. Grüß aus Köln. Grüße gehen zurück nach Köln. Immer weiter so, Team aus. Dankeschön. Es geht ab, my boy. Komm, diese Runde ist für dich. Die müsste 10 von 10 auf jeden Fall. Hoffe, dass du Pokémon Schwert mal wieder streamst. Ja, ganz ehrlich, wegen den Openings hatte ich ja Lust drauf bekommen, wegen den Galarvögeln. Will nichts versprechen, diesbezüglich aber auch. Wenn du mich so fragst, was zockst du gerade, dann ist es eigentlich Monster Hunter, aber selbst das habe ich tagelang nicht spielen können. Deswegen schauen wir mal vorne hin. Aber Mittwoch machen wir Storm weiter im Stream und am Donnerstag zocken wir Monster Hunter. Eine Lens-Frage, ja bitte. Welches Team benutzt in Theopie und kommst gut voran? Ich habe das auf Instagram gepostet gehabt. Ich kam nicht dazu, dann ein Video zu machen, obwohl ich gemeint habe, ich versuche es in mein Video ein Video dazu zu machen, aber die Woche war echt crazy. Ich habe auf Instagram mein Team gepostet gehabt. Ich spiele ein Android-Team, aber ich habe auch im News-Video gesagt, also, weil, falls mal kein einzelnes Video zu raus soll, dann sag es aber in den News-Videos, in den Mittwochen-Videos. Da habe ich gesagt, welche Teams man spielt. Also, ja, Android, Freezer-Clan oder Kino-Version-Saga, je nachdem. So. Ja, Ultimate Gold macht das easy, aber ihr seht ja, welcher andere Lappen in der Rotation ist. Strength Ultimate Gohan. Tja, kann man leider nichts machen. Ja, wo sind man, welche Kinos sind, Team Stealth empfehlen kann, hat doch alles zu. Autokino, wie ich es mitbekommen habe. Nehme ich auf jeden Fall ein Autokino. Also ist die Überlegung, denke ich, dass auch Autokino in Frage kommt. Der neue Strength Trunk ist so ein Beast mit LA geworden in einer Rotation. Auf jeden Fall. Habe ich da nicht auf Global, aber auf JP. White Jaguar, lieben Dank für deinen 18. Sub. 18. Sub, ey. Sehr stark. Vielen Dank. Danke. Soll ich noch Sunbolt detektieren, aber er kam nach 5 Rotations nicht. Ich sag die Sache, weiß nicht, ob ich jetzt nur wegen Tekkorn reingehen würde, weil könnte Tekkorn wieder kommen? Weiß nicht. Wie geht das Gesandt? Das nehme ich an. Ey. Dokkanmodo ist jetzt am Start. Ja, Boost aktiv, richtig? Ja. Ultimate Gohan Glow bekommen war was für eins. Irgendwelche Tipps für Ginyu Force Super Battle Road? Braucht man LF fürs Skin unbedingt? Ginyu Force hat nur ein normales Super Battle Road, richtig kein Extreme Super Battle Road. Oder hat Ginyu Force auch Extreme Super Battle Road bekommen? Ich hab's damals ohne den physisch Ginyu geschafft. Ja, ein bisschen Nick Level auf jeden Fall. Skill Ops geben, noch kein ESB, okay. Bisschen Skill Ops verteilen, warum nicht? Genau. Peppy Gold's noch nicht geschafft, nee. Wir haben schon gleich wieder 22 Raiden. Das dauert manchmal so lange mit den Super Battle Road Stages. Danke, bitte. Aber der physische könnte eine Hilfe sein, auf jeden Fall. Okay, Nappa ist gesealed. Alle anderen sind am krepieren. So muss doch laufen. Genau so muss es laufen, mein Freund. Ich sag's dir. Ja.
Ultimate Gorn ist so ein Monster. Ja, damit, Junge. Und dein Bam. Mich so gefreut, dass ich ihn gezogen habe. Ah, ich habe ihn ja nicht mal selbst aufgelaufen. Ist einfach ein Friend auf 100% und ist der Friend, der einfach carried. Leute, in jedem Super Battle, den ihr mir spielen könnt, rein mit dem. Miro, ich enthalte mich da. Nein, ich. Keine Ahnung. Giniforce ESBR wäre viel schwerer als Peppy Gods ESBR. Ich kann endlich das Izay zu Ella Brody machen, weil Double Tech One carrying wird. Double Tech One Izay. Double Tech One. Ah, Ultimate Gorn meinst du, oder wie? Ne, ich sag doch, egal wo man ihn nutzen kann, Leute, rein mit dem Segel. So, Vegeta, Raiden hier mal aus dem Leben. Gefolgt von dem Segel. Von Nappa. Da hinten wieder. Oh je, wenn ich den da, wenn ich wegen dem da hinten jetzt verliere. Dann. Oh, weißt du was? Ich geil gar nicht mit dem Item. Gibt dir ein bisschen Defense auch, wenn das vielleicht nicht reichen wird, egal. Mal kurz andere Musik. ADF? Halt deine Klappe! Einfach Daumen hoch. Einfach Daumen hoch. Wer? Wie? Wer hat das ausgedacht? Einfach Daumen hoch. Einfach Daumen hoch, Leute. Oder auf die Live-Performance. Jeden Tag stehe ich auf. Ich habe nur einen einzigen Traum. Es ist nicht Evo Vegeta. Was? Er ist ein kleiner Segel, Dude auf Evo Vegeta, keiner braucht ihn. Ich bin jetzt GT Vegeta Fanboy geworden. Easy. Geht sowieso das in Lenzgrad zu Hause. Ja, ich mach auch nur PvP und sowas. Beep, beep, beep. Letzter Kampf, Leute. Tag Ultimate Guan, der Carry Broly. Kommt er mit seinem Vater? Papa! ADF, Junge! Ultimate Gohan. Oh, ist nicht in der Rotation. Ich nehm's zurück. Ghost Usher. Aber sowas von Ghost Usher. Nimm mal erstmal seinen Vater raus, ey. Komm mal ran. Den kleinen Segel. Ich hab für den Tech Gohan letztens einen krassen Pocket Rotations Partner gefunden, der AGL Trunks und Goten ist krank mit dem. Nach dem Izay meinst du? Drei Links vor und nach Transport und den Support Aspekt nimmt man dein Kit an. Tech One oder in Broly? Boah. Leute, in Off-Nummer sicher, Whis rein damit. Ich will das Ding einfach geben. Gut, ist schön schlafen gehen später. Boah, Tech One oder in Broly? Ich bin ehrlich, ich habe beide nicht so oft gespielt, dass ich dazu was sagen kann, tatsächlich. Aber, ich weiß nicht, also, Gohan ist halt für mich, guck mal, ich guck, tun einfach rein, so, fertig. Gohan macht das schon. Das gefiel euch halt Broly nicht, aber ich habe ihn wahrscheinlich nicht so oft gespielt. Gohan ist wirklich, bei Gohan weiß ich, ey, rein mit dem Scheiß drauf. Also, bei, Gohan braucht nicht mal Rotationspartner, halt, einfach rein mit dem so. Vater und so mit gebombt. Hab eine Frage, hab alle außer Super Saiyan Strength Gohan, wenn könnte ich als Ersatz benutzen, mein Super Battle Road. Nimm einfach einen Charakter, der defensiv stark ist, also das ist jetzt ein Supporter, kann halt in der Damage Reduction auch nicht schlecht. Aber ich habe zum Beispiel auf LA Gohan Goten verzichtet, wenn du LA Super Saiyan 2 Gohan hast und dann fort. Oder einfach noch einen defensiven Charakter, einen defensiven Hybrid Saiyan Charakter, wer fällt mir da ein? Wenn du zum Beispiel, hätte ich Int Future Gohan, würde ich Int Future Gohan als Leader nehmen, statt meinem Strength Gohan tatsächlich. So, fahr unseres raus. Egal, Heal, alles rein damit, alles reinpumpen. Hauptsache das Ding ist schaffen.
Rein damit. Keine Zeit mehr für sowas hier. Ob ich das schaffe oder nicht. Doch, einfach rein damit. Ultimate Gohan dreht das eh gleich. Broly, du Lümmel, du. Ich meinte den neuen GT-Trunks und Goten. Ach so, okay, sorry. Hä? GT-Trunks und Goten, ja, ist gut. Ach, den AGL. Ah, ja, okay, jetzt hat's Klick gemacht. Sorry, GT, ja, GT. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Ist der, ja, das ist ja das Portal. Das ist ja ein Hybrid-Saint-Support auch. Hab eine Frage, hab alle außer Supers. Ah, ja, den ja, hab ich gerade beantwortet, denke ich. Strength Rage Trunks zum Beispiel. Ja, Strength Rage Trunks, auch ein guter Komma. Hast du Zamasu Goku Black LR? Den Free-to-Play? Ja. Justin, geiler Stream, Dankeschön. Was denkst du, kommt zum dreijährigen Jubiläum in Dragon Ball Legends? Gute Frage. Also, wenn ich wieder. Wenn, oh, der ist gestunt. Also, wenn sie es wieder das Zweijährige machen. Ein LF rauskommt, aber zwei Thematiken könnte ich mir vorstellen. LF 4 Fall Gogeta, GT Banner, Universe Survival Saga Banner. Ja. Ja. Genau. Willst du Jan Fair oder warum heute Genshin? Ich finde, Ding sieht geil aus. Song Lee, der neu rausgekommen ist. Jan Fair, es soll auch crazy sein. Also, ich habe von sehr vielen gehört, dass sie Jan Fair wollen. Als 4-Star-Chow und ich dachte mir, hä, 4-Star-Chow und so? Klar, nur weil es 4-Star ist, muss ja nicht heißen, dass der Charakter schlecht ist, aber da habe ich auf Twitter gefragt, ja, Sonus meint zum Beispiel auch, ist ein starker Support auch auf 4 Sterne, so, also, oder Fire DPS, was auch immer, kann man auf jeden Fall machen. Der Zerg ist wieder mitgenommen. Ja, und ich habe keine Ahnung, ich habe lange nicht mehr in Genshin reingeschaut, ich dachte mir, ich mache es mir gemütlich eigentlich. Ich wollte ein, zwei Super Battle Saves machen, keine Ahnung, wieso ich mit Peppy Gods angefangen habe. Eigentlich wollte ich so ein paar Super Battle Saves im Stream aufnehmen, weil ich habe ja auf YouTube gefragt, ja, ob da Interesse bei ist, Global ESBR Content. Da wollte ich halt eben hier einfach vorbereiten schon so für die Tage und das als Zusatz raushauen. Und jetzt denke ich mir, alles klar. Aber wir haben ja Ultimate Gohan, passt schon. Ich tue ihn mal noch nicht transformieren. Ich werde den erst transformieren, wenn ich links einen Angriff bekomme. Dann habe ich direkt die komplette Passive da nach der Transformation. Gefühlt hast du jeden außer LR Vegeta. Okay. Ich habe Jan Fell gezogen, bin zufrieden damit. Sehr geil. Song Lee's Return Banner. Ach, Song Lee gab schon. Ja, ich weiß, dass Song Lee schon gab. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, als er damals online war, war ich komplett raus aus Genshin. Und ich glaube, ich war auch nicht auf dem Level, wo wir zusammenspielen konnten. Und hat mich der Maskenboy wieder reingebracht. Den wollte ich unbedingt ziehen, den habe ich sogar gezogen. Namen vergessen, aber ich fand ihn cool mit der Maske im Horror Kit. Deswegen, ja, den habe ich gerade gezogen. Song Lee kam vor ihm, oder? Oder kam auch nach ihm? Schau, genau, ja, richtig. Wieder gestunt? Du kleiner Lümmel, Alter, was denkst du eigentlich? Wieder gestunt. Er kam nach Song Lee. Okay, dachte ich mir. Der sieht cool aus, Song Lee. Was? Achso, hä, okay, ich hab's richtig gelesen, hab jetzt falsch wahrgenommen. Okay, ja, der kam nach Song Lee, macht Sinn, weil ich war erst bei Shaw wieder am Start. Hast du schon Genshin gezockt? Nee, wir spielen noch Genshin. Ihr könnt euch in der Regel das merken, dass wie die Spiele im Streamtitel stehen, so ist auch die Reihenfolge. Also zuerst steht der Dokkan und dann kommt. Ah, perfekt, der ist nicht gesamt, perfekt. Zuerst steht der Dokkan und dann kommt Genshin quasi. Ein letztes Mal Daumen hoch, Freunde, auch bitte in den Chat. Daumen hoch für Ultimate Gohan Solo Carry. Ich hab den nicht mal. Ich bin einfach als Friend und der carryt mich hier durch das Extreme Super Battle Road. Natürlich nicht nur allein, klar, ich habe auch eine zweite starke Rotation gehabt, sag ich mal, mit den Goten und Trunks, die würde ich nicht unterschätzen. Bei denen sollte man aber aufpassen, dass sie ungefähr nach ihrem eigenen Superdeck bekommen. Aber ob so oder so, wenn wir es dann runterbrechen, war es halt wirklich Gohan, der es ausgemacht hat, weil in den anderen Rotationen habe ich einfach nur immer ein Item aktiviert. Fertig. Deswegen, GG an Gohan, richtig starker Einsatz hier mit einem Doka-Modo, wird er das Ganze hier hoffentlich zur Seite hauen. Broly, komm mal ran hier, Passive aktiviert. Und genau, so viel zu Gohan. Oder Hybrid Saint Extreme Super Battle. Jawohl, Daumen hoch, Leute. Daumen hoch, crazy. Bam, Junge, hat man dann. Bam. Runter mit dir, zack. Ey, Gohan ist einfach noch crazy. GG an Gohan. Stimmt, ach so, nee, der wurde ja gebufft, gell? Stimmt, da war was. Stimmt, Green Mobs. Jedenfalls, Freunde, so viel zum Hybrid Saint Extreme Super bei Rodo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace.